Servus und herzlich willkommen zurück, du bayerische Taschenuhr. Da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV, wir spielen vierte Folge von Amnesia Rebirth. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Ja, wir haben ein mächtiges Amulett oder so eine Uhr, die uns Wege eröffnen in dieser Höhle. Seltsame Dinge passieren hier. Und eine Kreatur. Bin gespannt, wer diese Kreatur sein wird oder was es ist und wo unsere Freunde sind, beziehungsweise unser Ehemann Salim. Ja, wir haben letztes Mal zwei dieser Portale ausprobiert. Das ist die letzte. Die wollen wir mal ausprobieren und mal sehen, wo die uns hinführen möchte, wird. Wir können das. Wir sind runtergefallen. Weiter in die Höhle rein. Die ist kaputt. Oder geht sie hier gerade nicht? Wo sind wir jetzt gelandet? Ich habe ein bisschen Licht angemacht. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Also leicht Licht. Damit man mein Gesicht ja noch sehen kann. Und ich spuck in der Gegend rum. Ich mache nochmal eine Folge. Mein Schatz ist gerade da. Und dann wollen wir ja Abendessen machen. Es sind überall diese Pilze. Licht also. Das ist doch angenehm. So ist das schön. Mehrere Wege mal wieder. Hier scheint es schön zu sein. Hier ist ungemütlich. Dann gehe ich mal in den ungemütlichen Raum. Oh, da ist ja gar nichts. Hi. Nee, also die Uhr, glaube ich, ist völlig kaputt gegangen. Böser Sturz. Muss das hier doch ein bisschen dunkler machen. So, wenigstens. Es war zu hell. Für mich. Das ist ein Spalt. Da möchte ich aber noch nicht ran. Ich habe eh kein Streichholz mehr. Ihr seid ja witzig. Ich habe sie nämlich alle verbraucht. Ah, das war mal was. Das war mir zu dunkel, aber ich habe mich nicht getraut. Also müssen wir hier mal nochmal durch. Hoffentlich stellt sich das kein Fehler heraus. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Erinnert mich an Dead Space alles hier ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Was ist das? Kann ich das runterschieben? Nee, ich kann das einfach bewegen. Es gruselt mir ein bisschen. Richtig nice. Und da ist irgendetwas. Was Großes, ein Riese. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Was uns erschrecken kann, mag. Und mit da runter hüpfen. Ja. Das ging eigentlich ganz gut. Oh Gottes Willen. Wo sind wir denn wieder reingeraten? Haben die anderen das auch entdeckt? Ja, und jetzt? Oh. Und tschüss. Schreibe eine Postkarte, wenn du unten bist. Liebes kleine Steinchen. Das haben sie ja ganz gut gemacht hier. Oh Gott, ich habe gedacht, jetzt falle ich gleich runter. Ja, ach.
Ja, das war ein bisschen zu much. Wir kommen ja immer näher ran. Aber es ist auch Stein. Das ist definitiv Stein. Wir kommen immer näher. Ich bin gespannt, ob das irgendwas noch bewegt. Wo sind wir denn da? Das müsste doch eine Höhle sein. Oder sind wir jetzt draußen? Ja, ich gehe schon weiter. Ich pulsiere halt nur ein bisschen. Ach doch, es funktioniert noch. Aber es will noch nicht ganz. Und ich glaube, diese Statue hat auch das, ne? Soll sie symbolisieren. Und wir werden da jetzt irgendwas tun und machen. Ach, bitte nicht kämpfen jetzt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber gut. Da ist noch eine Notiz. Mal sehen. Es gibt hier keine Entwicklung. Die Zeit verändert nichts. Das Licht bewegt sich nicht über den Himmel und ändert auch seine Intensität nicht. Und trotzdem muss irgendwie Zeit vergehen. Mein Mund ist trocken und ich verspüre Hunger. Weyers Notizen haben eine instabile Zeitachse bei Übergängen zwischen den Welten vorausgesagt, durch die ein Schritt einen um mehrere Jahre versetzen, den Körper dabei aber unverändert erhalten könne. Oder den Körper verändern, während in der umgebenden Welt keine Zeit vergeht, ist das etwa passiert. Steckt diese ganze Welt in einem Augenblick nach ihrer Zerstörung fest? Woran sollte ich das je erkennen? Und was würde mir dieses Wissen bringen? Ich habe die Suche nach dem Portal aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass ich Weyers Vorhersagen zur Schwäche der Verbindung zwischen den Welten anwenden könnte, wenn ich sie nur irgendwie aufzeichnen könnte. Aha. Ist mir jetzt aber sehr viel. Noch tut sich da nichts. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das möchte, dass sich da was tut. Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, was das da hinten ist. Sind es ganz viele Seile. Oder Gänsehaut. Vor allem bei diesem Ding da. Was auch immer es vielleicht mit mir vorhaben könnte. Bleib da hinten. Ich nehme mal an, dass ich da runter soll, wa? Schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas, was mich heilen könnte gleich? Nein. Ich bin ja noch nicht beschädigt genug. Ah. Wie geht's da runter? Nochmal? Die Uhr ist noch intakt. Ja. Aber schöne Musik. Oh Gottes Willen. Das erinnert mich so an Schlürfer immer noch. Und Call of Cthulhu, denn es ist auch so irgendwie so eine Zwischenwelt oder was auch immer. Weil man soll sich ja auch hier verstecken oder so. Mal gucken können und so. Sich anschleichen, pirschen. Bin mal gespannt, wann wir das alles machen müssen denn wirklich. So, das sind die Pilze hier von einer weiten Ferne. Ah, wo sind wir denn nur eigentlich drin? Ist noch nicht so weit, ma? Weil vor allem, wenn irgendwas kommt jetzt und mich anspringt und ich weiß nicht, ob ich... Seht ihr? Hier bin ich schneller, oder? Nee. Ja, hier bin ich schneller. Genau. Hahaha. Ja, schnell immer rausfinden. Nur mal raussuchen. Aber ich darf mich relativ hier frei bewegen, ma? Ich sag sehr viel wahr. Ich bin jetzt verängstigt. Ich habe Angst. Außerdem Hunger habe ich. Oh, ich gehe wieder zurück. Ja, ist ja gut. Ich habe Hunger. Ich möchte jetzt danach was essen. Beziehungsweise kochen. Noch 10 Minuten muss ich durchhalten. Ich möchte da nicht durch. Also ich möchte da durch, aber... Ich schaue mich hier nochmal schnell um. Wahrscheinlich bringt mich jetzt irgendwas um. Sagst, Herr Hart, du hättest hier nicht herkommen sollen.
Warum bist du das dann? Je näher ich hier hinkomme, wird's heller. So. Weißt du? Entweder bin ich hier richtig, weil hier eine Nachricht steht. Hier sind Treppen. Ah, das ist schwierig. Die Turek nennen sie die Frau der Zelte oder unsere alte Mutter. Die Kehlhannen, ein Einheimischer und mit den Turek verwandter Stamm, nennen sie die große Königin. Der Legende nach ist sie Tin Hinan, eine Prinzessin vom Stamm der Berber, die in der Wüste eine Nahrungsquelle gefunden und den Stamm der Turek begründet hat. Der Grabhügel ist nach ihr benannt und ihr Körper liegt womöglich wirklich in den Ruinen gleich oben. Aber hinter diesem Bauwerk steckt noch mehr, noch viel mehr. Die tiefen Ruinen sind offensichtlich römisches Ursprungs, wie Vaya vorher gesehen hat. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Vaya. Naja, okay. Dort finden wir vielleicht einen Mitraum, das von den Römern zum Schutz des von uns gesuchten Tors errichtet wurde. Welch Wunder wir darin wohl zu sehen bekommen werden. Von werden. Gar nicht. Wahrscheinlich haben sie gar nichts gefunden. Sondern ihr Ende. Jetzt gehe ich doch noch mal da rein. Das ist der Arm von hier. Oder von der Statue hier. Ach ja. Auf jeden Fall eine Höhle. Oder so ähnlich. Ich muss mich bewegen, um einen Weg zurückzufinden. Doch in den Nebel zu gehen, ist wie in tiefes Wasser einzutauchen. Ich bin verloren in einem Meer flüsternder Verwirrung. Ich darf die Wesen nicht hereinlassen. Sind sie die Toten dieser Welt? Oder ist das bloß mein Paranoia? Meine Strategie ist folgende. Ich konzentriere mich, lass all meine Gedanken los, geh hinein, sehe mich so schnell, ich kann um und kehre zurück. Es wird lange dauern, aber ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Ich glaube, uns bleibt auch keine andere Wahl. Ach, da ist noch was. Ups. Aman Testament. 4 Tage südlich in Salah. Ziemlich verkohlt. Kaputt. Während du ein Objekt hältst, um es zu werfen, halte die Taste gedrückt, um weiter zu werfen. Da liegt noch jemand. Schick. Mal. Ah, warte mal, ich muss das noch üben. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Das ist ein Seil? Okay. Weak points, but no amulet. Gott, das will hier ist ja was los. Nix. Dann natürlich Streichhölzer. Endlich mal wieder 3 Stück. Kugel. Kein Portal, alternativer Riss. Ja, gut, das habe ich schon gelesen. Ist auch Schwachpunkt, aber kein Amulett. Ach, das ist eine Uhr. Ist aber auch schick. Hier, ich gebe dir sie dir wieder. Bitteschön. Hoppla. Ach, müssen wir das Amulett hier verwenden? Nö, sagt hier gar nichts aus. Interessiert ihn gar nichts hier. Ich gebe auf, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt auch keinen Weg vorwärts. Ich habe nach einem Portal gesucht, aber es gibt keines. Ich habe mit Levis Berechnungen die schwächsten Stellen trianguliert. Aber ich kann keinen Riss erzeugen, da mir dazu ein Amulett des Reisenden fehlt. Das haben wir wohl. Ich habe Brennbergs Warnung
geachtet. Aber hatte ich eine Wahl? Der Schatten hat die Kugel gespürt. Ich musste alles riskieren und durch das Portal gehen. Es gibt kein Wasser oder sonstige Nahrung. Ich werde nicht mehr lange leben. Wenn du, Leser, Reisender, aus welcher Welt du auch kommen magst, wenn du verstehst und wenn du dazu in der Lage bist, mit jedem von der menschlichen Welt der Erde zu sprechen, dann lass sie Folgendes wissen. Ich war der Erste, der das Rätsel der Torbauer gelöst hat. Ich war der erste Mensch, der die Grenzen zwischen den Welten überschritten hat. Ich, Professor Thurston Aloysius Herbert aus Pembridge, England, war der Erste. Möge Gott mir vergeben. Schön, dass du der Erste warst. Du bist auch der Erste, der gestorben ist. Wohl. Ja, es muss hier irgendeinen Weg geben. Mal sehen. Wir haben noch nicht alles erforscht. Bloß kein. Man hat keinen Bock mehr. Eieiei, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so klug war, da wirklich zu schauen. Ich habe jetzt Gänsehaut. Ah, es schaut nicht mehr so schön aus wie ganz am Anfang irgendwie. Aber wenigstens dreht sie gerade nicht durch. Wir werden sicherlich dieses Gerät hier mal irgendwann aktivieren dürfen. Ich weiß noch nicht wann. Das werden wir dann sehen. Nächstes kann ich die Treppe hier ganz normal runtergehen. Gottes Willen. Leuchte mir. Also hier ist gar nichts wieder los. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich sehe ja gar nichts mehr. Seht ihr mehr? Ich glaube nicht. Aber hier ist unheimlich viel Wind. Wo kommt es eigentlich hin? Wo kommt es her? Durch die Wand? Das ist interessant. Ein starker Wind, muss ich sagen. Oder er kommt von hier nochmal. Also hier. Also ich glaube, ich muss das hier aktiviert lassen. Weil ich habe das Gefühl, dass es mich auch lenken wird. Jetzt. Weil es ja auch ein bisschen durchdrehend mit mir. Hier irgendwie, ne? Hier dreht es durch. Also nicht hier, aber ich suche nach Schutz und Dokumente. Ich will nicht mehr. Es reicht hier zu sein. Ach, hätte ich doch eine Pause gemacht. Ich drehe jetzt gerade richtig am Rad hier. Wahrscheinlich müssen wir hier hin. Ja, Gott sei Dank, jetzt beruhigt sich wieder. Ach, ja, das ist auch schön. Nein, wir haben es gefunden. Nee, lass mal stecken. Schauen wir mal. Es funktioniert auf. Diese Messwerte angewandt zeigen Lewis Berechnungen eindeutig Abweichungen. So als ob es Punkte mit großer Anziehungskraft gäbe, auf die sich alles zubewegt. Das müssen die Schwachpunkte sein, von welchen den Bayer gesprochen hat. Er konnte zwei gute und einen hervorragenden Kandidaten ausfindig machen. Mir fehlen allerdings die Mittel, um fortzufahren. Laut Wire fokussierte das Amulett des Reisenden diese Energien und reißt die Schwachpunkte auf, wodurch ein Riss zwischen den Welten entsteht. Aber ich habe kein Amulett. Soweit ich mich an seine Abhandlung erinnere, könnten sich Risse auch ohne Amulett bilden. Doch das hängt von der Anordnung der Kugeln und ihren Sternen ab. Sternen kann ich nicht bewegen. Ich werde einen Weg finden. Ich muss einen Weg finden. Dann leider doch wohl nicht. Eröffne einen Weg. Oh, thank God. This looks promising. Komm ich hier wieder irgendwie raus? Upsala. Also jetzt funktioniert's wieder nicht.
dann eigentlich meine Freunde auch schon so weit? Warum sagst du mir das jetzt? Ja, er sagt mir jetzt. Warum auch immer. Ich möchte gar keine Geräusche machen. Ich möchte ganz wenig Geräusche machen. Irgendwie bin ich aber immer noch da, irgendwo, wo ich vorhin war, oder nicht? Man weiß es ja nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Zeit hätten wir jetzt. Viele haben ja noch gar nicht erfahren. Aber ich weiß auch jetzt nicht direkt, was vor mir liegt. Und mich deucht der Hunger. Mich deucht Toilettengang. Und will bei meinen Schatzen sein. Beziehungsweise nachher gucken, ob sie gut geht. Weil ich glaube, ich würde eh nur eine Minute nur noch machen. Das reicht jetzt erstmal. Für eine Aufnahmesession. Und vielleicht mache ich morgen nochmal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zusehen. Hat viel Spaß gemacht bis hierhin, um die Ereignisse zusammenzufügen. Wir wissen etwas über unsere Freunde, über unseren Freund, aber nicht alles. Und wir wollen mehr wissen. Wir wollen was wissen über uns. Und warum der Ort so ist, wie er ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Chroniken Offline und Happy Halloween.